Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swords of Zin. Ich hatte in der letzten Folge schon verzweifelt die Burg der Ritter gesucht, also dieser Young Knights. Wir haben hier einen Planwagen und das ist das mobile Zuhause der Ritter. Wollen wir es niederbrennen? Ich glaube ja. Oh mein Gott. Man hat immer Vorstellungen im Kopf und ja. Dann kommt alles anders. Also wir machen das mobile Zuhause kaputt. Und keine Gegenwehr oder so, nichts. Ah, aber eine magische Münze und den Schlüssel für diese Pyramide, die wir schon gesehen hatten. Die ist hier ganz in der Nähe. Das finde ich wieder. Aber zuerst gehen wir mal nochmal gucken. Genau, da sind die ganzen Flüchtlinge. Was die noch sagen, weil wir jetzt ja die... Zumindest das Zuhause der Ritter getötet, abgebrannt haben, nicht getötet. Abgebrannt, Mann. du hast uns gerettet vor den Young Knights. Danke. Helga wird dich belohnen. Wer war Helga von euch? Du bist Helga. Hier ist deine Belohnung. 100.000 Erfahrungspunkte. Das kann sich sehen lassen. Und noch ein paar Handschuhe. Und du? Helga wird uns belohnen. Helga hat uns belohnt. Okay, dann haben wir das abgeschlossen. Dann würde ich jetzt gern wissen, ob wir jetzt in Imperi weitere Geschäfte haben. Also das ist die Pyramide, zu der wir gerade den Schlüssel bekommen haben. Aber ich will zuerst mal nochmal ins Städtchen und dort schauen, was sich getan hat. Das Zelt war ja vorher schon da. Ja. Diesen Affen gab es doch auch, glaube ich, in World of Xen. Wollt ihr da nicht die Melonen haben? Ich weiß es nicht mehr. So, Herr Bürgermeister. Sehr gut gemacht. Das Trainingslager hat geöffnet. Und wir kriegen noch 10.000 Erfahrungspunkte extra. Aber da sind noch Monster übrig auf unserem Land. Ja, jetzt habt dich mal nicht so. Wir arbeiten dran. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wie weit euer Land da geht. Aber das wird schon noch. So, was ist jetzt außer den... Trainingsgelände noch geöffnet. Das ist die Kneipe, die war vorher schon geöffnet. Ist das Zelt neu? Armsmaster lernen. Wer kannte das noch nicht von euch? Lass mich mal kurz nachdenken. Skills, das suche ich. Armsmaster, du kannst es, dann kannst du es auch. Ja, dann würde ich da auf jeden Fall schon mal Multicanus und Shadow noch sehen. Ja. Multicanus und Shadow. 2000 Gold, okay. Machen wir. Für die anderen macht es, glaube ich, nicht wirklich Sinn. Dann hätten wir das mal noch abgehakt. Dann, das war die Magiergilde. Die war vorher schon geöffnet. Da ist die Trainingshalle. Nochmal ein bisschen aufsteigen. Da gucke ich auch immer eine Pause nach. Jetzt sind natürlich unsere Buffs ausgelaufen, weil Zeit vergeht. Da war nichts. Da ist auch nichts. Ah, dann können wir noch hier schauen. Ich will, dass vielleicht Waffenshops und so geöffnet sind, weil Waffen kriegen wir echt nur Scheiß. Nee, da müssen wir uns wohl noch um Dinge kümmern. Okay, alles klar. Dann können wir jetzt in die Pyramide gehen. Tempel ist, glaube ich, hier auch noch keiner geöffnet, aber das ist nicht so schlimm. So, wir verlassen die Stadt wieder, rennen gegen die Mauer und gehen nochmal zur Pyramide, die ist hier. So, die Leute müssen schlafen. Ja, ist noch früh am Morgen. Dann schlafen wir mal. Und buffen Dinge. Und dann schauen wir da mal rein, ob wir dort klarkommen. So, Aski Heps Pyramide. Willst du rein? Ja, bitte. Und wir benutzen unseren Schlüssel. Okay.
dann ziehen wir mal los. Fliegen tun wir. Ein Geist lügt immer. Der andere sagt immer die Wahrheit. Ja, das ist so ein berühmtes Rätsel. Einer lügt, der andere sagt die Wahrheit. Um in den Tempel zu kommen, musst du nur von der roten Quelle trinken. Ah, das sind dann jetzt wahrscheinlich die beiden Geister, wo einer die Wahrheit sagt und der andere lügt. Okay, er will nur rot, das schreibe ich mal gerade auf. Ja, der letzte Geist hat gelogen. So, wenn der letzte gelogen hat, muss man von nur rot, das Gegenteil, ist dann wahrscheinlich alles außer rot. So, aber wenn sie die Lügnerin ist, müssen wir halt nur rot trinken. Also irgendwie, wenn sie die Wahrheit sagt, ja, oder wenn sie lügt, sagt sie, der andere sagt die Wahrheit. Moment, nochmal. Wenn sie lügt, hat der andere die Wahrheit gesagt, also nur rot. Wenn sie die Wahrheit sagt, war der andere der Lügner. Ja, das ist Jacke wie Hose letztendlich. Wir schauen mal. Hi. Dich hatten wir auch irgendwo schon mal gesehen. Und du warst schon damals kein Problem. Das könnte jetzt wieder so eine Spiralpyramide werden. Wie die vorletzte. Auch zwei Stück sind kein Problem von euch. Ich darf nur nicht zu schnell voraneilen. Aber das kriegen wir hin. So, Abzweigung, da ist eine Tür. Mit einem Brunnen. Mit Brunnen. Ja, das ist ein roter Brunnen. Was gibt's denn noch? Ja, blauer Brunnen. Noch ein roter Brunnen. Also einen blauen und zwei roten haben wir. Wir schauen zuerst mal weiter, was es hier sonst noch gibt. Weil so richtig kann ich mir da jetzt noch keinen Reim drauf machen. Ja gut, ansonsten Schneckenhaus rundherum und den einen Gang da. Mit den Brunnen. Vor allem, wenn wir jetzt rumprobieren, weiß ich hinterher nicht, ob es jetzt gut oder schlecht war, was wir getan haben. Da ist so eine Hexe. Die müsste ja jetzt auch tot sein. Deswegen zuerst mal gucken. Oh Gott, da sind noch Brunnen. Ach du, grüne Neune. Blauer Brunnen. Roter Brunnen. Ja, unsere Köpfe sagen halt beim roten Brunnen nein. Und beim blauen sind sie sich uneins. Das sieht halt auch so aus, als müssten wir nur die blauen trinken. Aber wie gesagt, alles unter Vorbehalt. Ja, und jetzt gehe ich davon aus, dass wir hier erst weiterkommen, wenn... Ja, da ist nämlich auf jeden Fall noch was, wenn wir das Richtige getan haben. Also ich vertraue mal auf unsere Köpfe. Das heißt, wir trinken nur blau. Okay, sag mal, hüpf rein. Persönlichkeit hat sich erhöht. Geht das bitte nochmal? Ja? Geht's vielleicht nochmal? Ja. Ist nur kühl und erfrischend. Okay, dann kriegt jeder jetzt mal Persönlichkeit dazu. Soll mir recht sein. So, wir haben... Das ist ein roter. Da sagen sie beide nein. So, blau trinken wir.
Ja gut, ist nur erfrischend, aber ich denke mal, das zählt als getrunken. So, das waren zwei blaue, ein roter. Kann man das jetzt eigentlich total verbauen, oder? Ich weiß es nicht. So, da sagen sie beide nein. Und es ist ein roter Brunnen. Das ist ein blauer. Und da sagen sie beide nein. Und es ist ein roter. So, was hat uns das jetzt gebracht? Ich habe halt nichts gehört. Und ein Signal oder so. Also doch alle? Alle hopp. Schlimmer kann es nicht werden. Ist nur kühl und erfrischend. Das ist wieder ein blauer. Rot. Wir trinken jetzt einfach aus allen Brunnen. Ich habe keine Ahnung. Wobei das eigentlich total falsch sein müsste. Genau, das weiß man nicht. Ja, das ist wieder ein blauer. Also jetzt haben wir eigentlich aus allem getrunken. Können wir uns da jetzt einfach durch teleportieren und das Rätsel ignorieren? Geht das? Teleport Cast 2. Oh, hi. Hier ist Party. Ihr seid Ghula. Ich sehe einen Sarg, ich sehe eine Hexe. Wir gehen mal einfach mal aus den Füßen. So, Hexilein ist auch tot. Ich habe das Rätsel nicht verstanden. Aber es geht ja auch so. So, ich habe den Sarkophag gesehen. Ich sehe den Goldhaufen. Und ich habe eine tote Hexe gesehen. Da ist noch ein Sarkophag. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Goldhaufen. Eine Schriftrolle. Und noch ein Sarg. Okay, Sommer. Ein paar Ghule. Alles nicht so schlimm. Eine Medaille, eine Flöte. Ah, 1000 Gold, 50 Edelsteine. Nochmal ein paar Ghule. Stab der Berge. Genau, das ist doch der Stab, den wir hier finden sollen. Das heißt, wir haben irgendwas richtig gemacht. Und den wir irgendwo im Norden in den Boden rammen sollen, 4 Tage in Folge. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo das sein soll. Na gut, wird sich vielleicht irgendwo noch zeigen. Gemme. Ich will einfach auch mal gute Waffen finden, Spiel. Kriegen wir das hin? So, der Ausgang war da unten. Gehen wir mal dahin und dann wieder Teleport 2. So, und dann gehen wir hier raus. Wir haben das gefunden, von dem wir wussten, dass es hier sein muss. Und von daher ist für mich die Welt erstmal okay. So, dann haben wir die Pyramide auch abgehakt. Ich habe hier im Norden irgendwo noch irgendwie ein seltsam aussehendes Gebäude entdeckt. Ich habe aber nicht geguckt, was es ist. Vielleicht sollten wir dort mal vorbeigehen. Und ansonsten um Imperi herum nochmal Zeugs töten, in der Hoffnung, dass die Stadt irgendwann komplett befreit ist. Aber wir gehen uns mal das Gebäude ansehen. Was es denn war? Das war hier oben. Das war da noch eine Sackgasse. Da, das sieht total strange aus. Wir stecken mal eine Nase hin. Das scheint ein alter, verlassener Tempel zu sein. Willst du rein? Wir schauen mal. Du benutzt den Schlüssel für den alten Tempel. Ach stimmt, den hatten wir irgendwoher.
Wollen wir hier sein? Ich weiß es noch nicht. Den Schlüssel hatten wir schon ein bisschen länger gefunden. Wir gehen mal kurz vor die Tür. Es ist schon spät. Wir schlafen eine Runde. Dann sind wir im besseren Zustand und es ist früher Morgen. Sehr schön. Und dann buffen wir nochmal durch und dann schauen wir, ob wir dort drin überleben können. So ganz unverbindlich. So, gebufft haben wir. Und dann nochmal rein. Ja, wir benutzen den Schlüssel, ist recht. So. Ja gut, ihr seid putzig. Ja, das schaffen wir. Aber es kann ja noch dicke kommen. Wir kennen das Spiel ja. Ihr seid auch machbar. Ah, diese Statuen kann ich mich auch noch erinnern aus World of Xen. Was ist mit dem Boden? Warum ist der so anders? Ja, du bist auch kein Problem mehr. Da ist noch eine Statue. Wir schauen zuerst mal, ob wir jetzt alleine sind. Ja, scheinbar schon. Okay, dann jetzt zu euch. Vor allem, was hat es da mit dem Boden auf sich? Hä? Ah, wir machen den Boden weg, wenn wir drüber laufen. Okay, das klingt nach Rätsel. Auf der Statue steht, achte auf deine Schritte. Ja, das habe ich gerade festgestellt, dass da Dinge passieren. Was sagen die anderen? Oma? Schreibe ich mal auf. Oma. Wir werden sehen. Eat. Also essen. Aber Oma sagt mir jetzt nichts im Englischen. Add. Oder sollte das Ome ein Ohne sein, also One, Eins? Das ist, also ein. Nehmen wir mal an, dass das Ome ein Eins sein soll. One eat, also einer isst, aber von wo muss man das lesen? Also wir haben jetzt quasi eins, essen, dann bei und ein Artikel. Einer isst, keine Ahnung. Ja, hier kann man wirklich den Boden wegmachen. Muss man dann nur einen übrig lassen? Ich laufe jetzt einfach mal wild über den Boden. Vor allen Dingen, um halt auch die Karte aufzudecken. Weil wir dann sehen, ja, man sieht, wie der Boden sich verändert hat. Vielleicht müssen wir es schaffen, dass nur noch einer übrig ist. Also beim Drehen wird sich es auch verändern. Also wir haben jetzt noch einen übrig, glaube ich. Ja. Jetzt haben wir keinen mehr übrig. Einer. Moment mal, wenn wir nochmal die Statuen von oben links... rechts, unten, dann so rumlesen.
Also du sagst ja nur, achte auf deine Schritte. So, du sagst, Ome. Oder macht das Sinn, wenn man das irgendwie zusammensetzt? Decken wir da mal noch auf. Weil Omert. Oder vielleicht eine, nur ein einzelnes A vielleicht, dass wir ein A zeichnen müssen. Das könnte natürlich Sinn machen. Ja, das wird auch von der Größe her hinkommen. Okay. Ah, man kann nämlich auch nicht alles zeichnen. So, jetzt haben wir ein A. Jetzt haben wir kein A mehr. Jetzt haben wir ein A. Hat das jetzt irgendwas verändert? Bisher mal nicht. Zumindest habe ich nichts gehört. Ja, da ist auf jeden Fall wieder irgendwas. Kann man das wieder umgehen, das Rätsel? Ich würde es zwar gern verstehen, aber könnten wir jetzt hier weitermachen? Teleport. Chaos 2. Ja, können wir. Also ich habe es nicht verstanden, das Rätsel, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich es ja noch raus. So, wir haben das Schloss geknackt. 50 Edelsteine. Dann gehen wir mal noch eins weiter. Hallo. Das wurmt mich jetzt mit dem Rätsel. Upsi. Hi. Ihr seid echt keine Gegner mehr für uns. Hier hätte man ein gutes Stück früher sein können. Ich habe auch gar keine Idee, was wir hier überhaupt suchen. Außer Loot. 500 Gold. Ja, ich habe ein schönes A gemalt. Das muss reichen. Da geht es aber noch hoch. Da ist nichts. Dann gehen wir mal hochschauen. Ja, das ist jetzt der Level 2. Brutzel, Bratzel, hi. Ja, hier können wir auch existieren. Nichts und nichts. Das ist ganz viel nichts. Können wir durch die Tür schießen? Die konnten wir nicht. So, du bist auch Geschichte und du auch. So, wir haben Schüchchen gefunden. Der Tisch ist nichts. Dann krallen wir uns die Kisten. 50 Edelsteine und 200 Gold und Handschuhe. Und mehr war hier nicht. Dann gehen wir weiter. Ist irgendein Schamane dabei. Das waren zwei auf einen Streich. Die haben uns auch mal tierisch reingerissen. Eine Falle. Upsi. Jopscha, das gefällt mir gar nicht, was du da getan hast. Nature's Cure. Casten auf dich selbst. Und auf die anderen ein bisschen. Aber ist gar nicht so schlimm. Nächste Kiste.
Wieder eine magische Münze. Ich muss mich unbedingt mal mit dem Brunnen auseinandersetzen, weil da ja schon richtig viele Buffs zu holen sind. Aber ich bin ehrlich gesagt immer zu faul, da dann hinzulaufen. Und dann muss man auch ein Lloyd's Beacon setzen. Beziehungsweise dort, wo man hin will, Lloyd's Beacon setzen, dann die Brunnen abklappern. Und dann aber auch nicht zu viel sich auf der Weltkarte weiter bewegen. Sonst sind die Buffs eh schon wieder ausgelaufen. Ja. So, wer sitzt hier gemütlich vorm Kamin? Huch, da war... Irgendwas hat gerumpelt. Ich hab's weggeklickt. Scheibenglas. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass man überhaupt mit dem Brunnen interagieren kann. Was habe ich getan? Genau so ist man nicht. Hier waren wir schon. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Was habe ich jetzt getan? Was habe ich weggeklickt? Ja, weil jetzt war hier in dieser zweiten Ebene war ich gar nichts. Das macht mich ein bisschen... Bisschen suspekt. Hier waren... Ah, ich glaube, das ist aufgegangen. Das war nämlich vorher, glaube ich, nicht. Oder ich habe es nicht gesehen. Oder... kamen wir daher? Nee, da waren wir noch nicht. Das ist neu. Das habe ich, glaube ich, mit dem Kamin gemacht. Okay, ging ja nochmal gut und ich war ein bisschen zu voreilig. Da hinten geht es schon wieder hoch. So, wir müssen jetzt in die Pause. Ich mache mir nochmal Gedanken wegen dem Rätsel, weil das wurmt mich jetzt doch. Also Daumen drücken und bis gleich.